Leute, ich möchte euch heute mal was zeigen. Ich habe vorhin mit der Post hier mein Buch bekommen. Das Buch habe ich bestellt bei Social to Print, heißt es. Und dort könnt ihr eure Pinnwand, also eure eigene, die eures Freundes oder von einer Seite, die euch halt gut gefällt, könnt ihr euch darüber ein Buch erstellen lassen. In Amerika ist das eigentlich schon so ein bisschen Trend auf alle Fälle. Bei uns gibt es das, irgendwie habe ich das halt noch nicht so oft gesehen. Und als das heute gekommen ist, habe ich mich richtig gefreut. Das ist auf alle Fälle in meiner Farbe Pink, in meiner Lieblingsfarbe. ihr könnt es beschriften. Hier steht dann der Name. Also da könnt ihr jetzt auch stehen, was weiß ich, also die Namen von euch und eurem Partner oder eurer Partnerin. Und das ist ein Hardcover, also das ist richtig fest. Und da sind halt alle eure Beiträge und sowas da drinnen vereint. Ich finde das richtig toll. Also jetzt für mich zum Beispiel auf alle Fälle, weil ich habe ja so viele Beiträge und das ist mir manchmal gar nicht bewusst, was da alles so los ist. Also geht zum Beispiel los mit so einer Seite. Diese Seite hat sich zusammengesetzt aus 100.000 Menschen. Per Zufall hat es einfach hier dann die Bilder rausgesucht von euch. Und was mich richtig dolle gefreut hat, das ist zum Beispiel hier, dass meine Mama ganz zufällig, die ist genau neben mir. Das ist doch irgendwie. Das ist doch Schicksal, oder? Das aus 100.000 Menschen, wäre jetzt meine Mama nämlich. Also ich habe das nicht gemacht, das erstellen die alles selber. Das ist per Zufall, sage ich jetzt mal. Hier, Lila Lola, wen kenne ich noch? So, Sophie Bossert, Jenny, Jennifer Müller. Ja, also es sind schon einige dabei. Ja, dann geht's weiter. Das ist so ein Inhaltsverzeichnis. Da steht da, was hier so drin vorkommt. Kommentare, geteilte Inhalte, halt in welchem Zeitraum das ist. Also das Buch halt hergestellt wird. Das könnt ihr auch eingeben. Ihr müsst da gar nicht so viel dafür machen. Also ihr gebt wirklich nur das Datum ein, welche Farbe soll das haben und so. Und dann erstellt dieser Shop, sage ich jetzt mal, erstellt das schon alles für euch. Und das ist immer halt gegliedert in so die beliebtesten Beiträge. Also nach jedem Monat, warte, ich zeige euch das mal. Mal blättern. Zum Beispiel hier. Das sind halt die Bilder, die dann am beliebtesten waren. Das ist egal, ob das jetzt so ein extremes Profil ist wie bei mir mit so vielen Menschen oder ob das jetzt euer privates ist, weißt du, vielleicht für eine Freundin oder so. Also, das zieht es halt automatisch, sage ich jetzt mal, zieht es das raus und gliedert das. Und was ich daran halt gut finde, heutzutage gibt es ja, weiß ich nicht, also wirklich fast nur noch Internet und Handy. Hier ist zum Beispiel meine Jenny von HATJM, meine Lieblingsfriseurin. Und ihr könnt das alles nur noch so auf Bildschirm zeigen. Natürlich kann man sich Fotos und so ausdrucken oder auch Bücher erstellen, aber so kann ich zum Beispiel mal wie meiner Omi, wenn ich da erzählen will, was mache ich, die versteht das eh immer nicht so alles, dann. Kann ich dir das besser erklären? Sag ich, Oma, guck mal hier, so sieht das aus. Da hast du hier so Bilder, kannst was dazu schreiben. Ich finde es auch gut, dass zum Beispiel hier eure Fragen, also die ihr mir mal gestellt habt, sind da halt alle mit drin vereint. Und ich habe dann in 5 oder 10 Jahren kann ich mir das mal angucken und kann denken, Mensch, was war denn da mal hier los? Ja, so sieht das Ganze aus. Ich wollte es euch mal zeigen und ich verlinke euch das unten oder halt setze einen Link dazu, wo ihr das bekommen könnt. Ich freue mich. Ich finde es auch richtig gut, zum Beispiel für Firmen in einem Friseursalon oder eine irgendwie Autofirma oder so. Weißt du, könnt ihr euer eigenes Buch halt hinstellen, was automatisch zusammengestellt wird mit euren ganzen Beiträgen. Das war's.